Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Nachdem wir im Haus von Don angekommen sind und ihm mal richtig die Meinung gegeben haben, ist er leider entkommen, beziehungsweise hat uns in die Kanalisation geschmissen. Wir haben sein Haustier fertig gemacht und nun bahnen wir uns den Weg raus aus der Kanalisation. Und es wird alles einfach nicht einfacher, es wird ab diesem Moment immer nur schwerer. Ich war immer bei ihr, ich habe nichts erzählt. Wirklich. Dann lassen wir hier mal das Wasser ab. Da ist der Hund mit der Schatztruhe. Das sieht eher nach Materie aus. Das muss er sein. Okay. Was dann auf der anderen Seite? Kann ich das überhaupt noch öffnen oder habe ich das jetzt alles überschwemmt? Kann das sein, dass jeweils eine Seite überschwemmt wird? Ja, hier geht's ja runter. Hier müsste es eigentlich jetzt komplett überschwemmt sein. Nee, nicht wirklich. Dann lassen wir halt hier das Wasser auch ab. Also es war jetzt nicht wirklich rätselhaft, muss ich sagen. Vor allem, wie haben die das Wasser da reingetan? Oi. Stimme geht langsam flöten, den ganzen Tag schon geredet. Oh gut, nehmen wir uns die Kleinigkeit hier. 800 Gil, hat sich gelohnt. Absolut. Oh gut. Nettes Rätsel, das irgendwie keinen Sinn macht. Zeitschinderei. Steht Herr Bix? Ich dachte schon. Wieso leuchten da nicht drei Punkte? Fehlt da eine Materie bei mir? Tatsächlich. Ach, die habe ich nie weggenommen. Stimmt, da war ja was. So, das war Elementaraffinität, ne? Dann würde ich sagen, geringer ATB-Boost. Kann nicht schaden. Können wir das ein bisschen hoch machen. Das sieht nach Rätsel aus. Moment mal. Diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Tja, zum Glück habe ich eine Map. Eine Map. Eine Map. So, habe ich irgendwas verpasst? Wenn wir schon mal dabei sind. Nö. Ich bin einfach gut. Okay. Wir können rechts lang. Na, ihr Rattis? Ich leg los. Zack. Ja. Was war das? Zack. Schluck. Ja. Ja. So, Mr. Blub. Dein Ende. Oh, das war's schon. Los geht's. Oh, Tifa hat Stufe 21. Schlecht, Tifa. Schon wieder. Da staunst du, was? Was hat es mit diesen Türen auf sich? Das ist schon die nächste. Ist das vielleicht New Game Plus? Gibt es sowas? Wer weiß. Also hier geht's runter. Das heißt, sie hat ja eine Wasserpumpe erwähnt, ne? Alter, klar. Oh, danke. Leuchtet nur Kreise entlang. So, aber wo ist sie? Wo hat sie diese ominöse Wasserpumpe gesehen? Oh, Materia. Das ist die andere Seite, ne? Sind wir wieder am Anfang? Ja.
Aber die Wasserpumpe ist doch da hinten. Da hat sie ihn gezeigt. Gute Frage, nächste Frage. Ich merke mir auf jeden Fall, dass es drei Türen gibt. Hier unten muss irgendwas sein. Ich hab sonst überall geguckt. Ach so. Geh doch dahin, wo alles grün angezeigt wird, Zero. Wird es jetzt rot? Nee, es bleibt grün. Aber das Wasser ist unten. Das ist schon mal gut. Und jetzt latschen wir in der Scheiße rum. Ach du Scheiße. Oh, na gut. Ich werde kämpfen. Nichts überstürzt. An die Arbeit. Bereit. Ja? Es ist wirkungslos gegangen. Hoch, tiefer. Kann okay. Ich dir das überlassen? Bin ich jetzt drin? Ich hab vergessen, dass ich noch euch heilen wollte. Au, au. Genug. Lasst mich euch doch heilen. Überlass das ruhig mir. So, schon besser. Na gut. Weiter geht's. Das war erschreckend einfach. Ich hoffe, was ich von diesen Blubberfischen klauen kann. Nee, nicht übertreiben. Das sieht nach Ärger aus. Kann ich schon gucken? Müsste ich ja eigentlich kennen. Wachmacher. Ja. Ab mit dir. Hey. Gerade noch weggeschlagen. Nein, ich schlafe. Lass mich mal. Verdammt. Dafür kassierst du die Störung. Mein Einsatz. Verdammt. Okay, wirkungslos, geil. Wir warten hier. Vielleicht soll ich Immunität gegen Schlaf für sie nehmen. Lass mich doch in Ruhe. Los geht's. Erstmal den Blubfisch wegmachen hier. Los, geben wir alles. So, alle geheilt. Zieh dich zurück. Dann übernimm. Überlass das mir. Okay, ich hab da gerade eine Menge Gift gesehen, deswegen dachte ich mir nicht. Er ist einfach resistent gegen so einen Scheiß. Es ist vollbracht. Ach, da wartet wieder eine Echse auf uns. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Die Graben sind mal richtig nervig. So, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Denn es ist ganz wichtig, dass sie hier wach bleibt. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier, Stirnband. Die muss wach bleiben, um alle zu heilen und zu behandeln. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt das Wasser hier wieder reinlassen oder die Tür zumachen oder was auch immer. Aber ich glaube, die geht gar nicht zu. Nein! Was machst du? Da ist ja so viel Gerümpel vor. Ja, geht zu. Irgendwie. Muss man nicht verstehen. Wer weiß, ob ich es bereuen werde. Aber zu dir will ich doch. Jeder von euch kriegt aufs Maul. Ausnahmslos. Wie cool, dass da nichts drin war. Oh, Materia. Toxin. Aber ich komme doch von dir. Achso, nee. Ah, deswegen habe ich es runtergemacht. Ich verstehe. Oh Mann, bin ich gut. Aber weißt du, ich hätte das da drüben auch machen können? Nö. Nö, nicht wirklich. Na gut, Mr. Fischmensch. Jetzt komme ich. Wie er aufsteht, er weiß, dass ich komme. Cool. Frontalangriff. Geht, ich leg los. Nee, wir nehmen mal tiefer. Lass mich mal. Ich leg los. Schwach. Angriffsboost von hinten. Haha. Na? Ja. So, entfesseln. Nachschlag. Verdammt. Los geht's.
nichts. Okay, wie sie einfach alle getroffen hat. Ja? Hier, den hast du dir verdient, mein Freund. Ja, erinnert dich das an etwas? Ich mach mit. Oh nein! Nein! Ich... Okay, ich bin ein Frosch. Ich übernehme. Ach so, Aerith ist auch ein Frosch. Lass mich mal. Cool. Ja. Bis hier und nicht weiter. Was habe ich falsch gemacht? Oh, okay. Einfach mal 4 HP. Oh, das wollte ich nicht. Ich will nur das Rot weg haben. Die Dinger sind ätzend. Confirmed. Was machen wir jetzt hier? Achso. Da kommen wir doch durch eigentlich. Ein Glück. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Okay, das ist weird. Ich weiß nicht, wo das Wasser herkommt. Ich gehe vor und sehe mich um. Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Aerith, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Aerith, kommt einzeln rüber. Okay. Das haben die schon mal gemacht. So. Aerith, jetzt du. Alles klar. Nur noch ein Stück. Aerith! Spring! Das war knapp. Danke, Tifa. Doch nicht dafür. Dir auch. Hm? Gar nichts gemacht. Weiter. Von da kamen wir, ne? Verdammt, da stehen Kisten. Die habe ich kaputt gemacht. Wir sind aber wiedergekommen. Das heißt, es gibt keinen Zurückweg mehr. Nö. Nicht wirklich, hier kommen wir auch nicht zurück. Hilft nichts. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Den geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Was? Wir müssen hier weg! Halt dich fest! Nicht loslassen! Noch einmal festziehen! Er wäre doch nur ins Wasser gefallen. Vielen Dank. Ach was.
Also, rekapitulieren wir mal. Wir haben alle Tore zugemacht. Wir haben das letzte zugemacht und dann kam von hinten Wasser. Na gut, vielleicht hier durch. Das hat keinen Sinn. Das Wasser fließt doch nicht mehr ab. Okay, das ergibt alles keinen Sinn. Wir sind auf der anderen Seite, was soll's. Das muss keinen Sinn ergeben. Kisten zerstören macht auch keinen Sinn, trotzdem mache ich's. Na los, Endspurt, raus aus dem Labyrinth. Aber wie komme ich dann wieder hier zurück wegen der Tür? Weird. Alles seltsam. Ich glaube, es wird ein New Game Plus geben, wo man das nochmal holen kann. Ansonsten ergibt das alles absolut gar keinen Sinn. Oh, wie sieht's mit uns aus? Ja, wir könnten mal eine kleine Pause gebrauchen. Und die Mädels haben stundenlang gewartet, währenddessen ich geschlafen habe. So gehört sich das. Okay, nichts Tolles. Oh nein, ich dachte, wir sind raus. Gegners? Hä? Warte, nein. Achso, nee, ist alles nur gespiegelt, oder? Okay. Ist alles nur gespiegelt, alles gut. Ich hab schon gedacht, hier waren wir doch. Jetzt müssen wir aber bei Sektor 7 irgendwo rauskommen. Keine Gegner? Achso. Kommt schon! Es ist aus! Es geht los! Die Ratte ist doch schon tot! Willst du die andere nehmen? Ach, ich liebe es, wenn sie hochfliegen. Das hat geklappt. Gravitonsphäre. Alter. Das war schwer auszusprechen. Gut, da geht's eh nicht lang, also gehen wir hier lang. Dürfte ja nicht mehr allzu weit weg sein. Hallo Krabben, ich hasse euch. Jetzt wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Ratt. Da. Und los. Reduziert. Ich muss Magie gegen sie einsetzen. Ist die eine Krabbe schon tot? Wieso ist sie tot? Was hast du gemacht, Cloud? Hä? Es ist geschafft. Hä? Was ist passiert? So, Tifa, du bist durch mit dem Handschuh, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt die Schlagringe. Uns fehlt halt nur was. Oh, es passt schon. So, wie sieht's mit Aeris aus? Der Silberstab ist auch vollkommen. Na gut, dann wechseln wir hierauf. Und sie hat Platz frei. Oh Gott, was habe ich getan? Nein. Was habe ich getan? Shit. Ich habe keine Ahnung, was wir getragen haben. Ich glaube den hier, ne? Nein. Ich wollte nur eine Materie hinzufügen. Oh, jetzt habe ich die Scheiße an der Backe. Gebet, Autovita, Engel. Das heißt, jetzt fehlt hier noch Behandeln. Und ansonsten Vision, klar. Und Magiebus. So, jetzt haben wir es wieder. Ich bin verwirrt, von wo kamen wir. Wir kamen von da hinten, ne? Haben wir hier sonst irgendwas verpasst? Nee. War kurz verwirrt. Halt, Moment. Ah ja, ist ja gut. Kletter erstmal runter. Hatten wir nicht mit Aeris den zweiten Stab auch schon durch? Nee, anscheinend nicht.
Ach, den Silberstab haben wir durch. Ich hätte schwören können, wir hätten den Wachstab schon ausgewählt. Na gut. Der dritte gefällt mir am besten, deswegen werde ich mir den aufsparen. Also was? Ist ja wirklich ein Irrgarten. Das sieht alles gleich aus. Guckt euch das an. Erstmal die Kisten kaputt machen. Ich hasse euch Kisten. Ihr seid schuld daran, dass ich mindestens schon eine Stunde zu lange dieses Let's Play spiele. So, hier geht's hoch. Das ist der einzige Weg momentan, ne? Und jetzt gliedert er sich in zwei auf. Da ist eine Sackgasse, da geht's lang. Da geht's nur halb lang. Ne, da geht's ganz lang. Das heißt, wir müssen jetzt nach links gehen, dann hier lang und dann dahin. Um wirklich alles zu erschließen. Überlass das mir. Ich mach auch mit. So, Schwertsturm, scheiß drauf. Dann sind die Ratten schon mal weg. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Und jetzt kommst du. Na? Eine Dusche wäre jetzt nett. Oh, da bin ich dabei. Okay, links geht's ja nicht lang. Heißt, wir gehen hier runter. Dann von uns aus jetzt rechts. Und dann gehen wir hier den Gang entlang. Und dann hier hoch. Nice. Der nächste Baldorfisch. Oh nein. Lästig. Nicht übertreiben. Es geht los. Oh, du Mistvieh. Schon gewonnen. Flieg. Ich leg los. Zack, zack. Und ab mit dir. Hey, ausgewichen. Oh, er hat mich vergiftet, oder? Los. Ich bin doch ausgewichen. Okay, tiefer. Ich mach den fertig, den Typen. Jetzt gehe ich dann nämlich hin und mache unsere neue Fähigkeit. Heiliger Magiekreis, ne? Nee. Keine Ahnung. Ach so. Mit Magie ist es leichter. Ja, gut. Muss ich da drin stehen bleiben? Weiß ich nicht. Das ist wie so ein Magiekreis. Hau! Ich lerne doch die Fähigkeiten. Lass mich in Ruhe. Das dreht sich. Er ist doch schon vorbei. Ich hab dich schon geheilt. Lass meine Heilerin in Ruhe. Okay. So was darf mir nicht passieren. Er hat den Speer nach ihr geworfen. Ich bin bereit. Wie erbärmlich. Das war schon ein bisschen krank. Jetzt einfach getötet. Und ich verstehe den Magiekreis nicht. Ich hätte die Alternative gehabt, mich zu heilen. Und wäre das nie passiert. Was ist das? Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Ach so. Wenn ich dann im Feld stehe, dann wird meine Angriffsmagie zweimal... Okay, das ist seltsam. Bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mag es nicht, irgendwo stehen zu bleiben und als Zielscheibe zu dienen. Seelenohrring. Okay. Darauf wollte ich gehen, ne? Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Oh. Dark Souls lässt grüßen. Kann man vielleicht später noch gebrauchen. Um vielleicht eine Gruppe komplett zu retten. Ja, für den Seelenohrring sind wir ja gekommen. Und ist hier da hinten noch eine Materie. Also nicht ganz umsonst. Es sei denn, sie ist auf der anderen Seite. Nee. Widerstand. Okay. Was ist das jetzt wieder? Effektdauer von Zusatz...
Veränderung um 25% reduziert. Okay. Das muss man sich alles mal merken. Oder später wird man das wahrscheinlich gebrauchen können. Jetzt hier im normalen Modus wahrscheinlich eher nicht. Eher so im Hard, wenn es mal härter einstellt. Dann wird man das bestimmt gebrauchen können. Und da kommen wir, oder? Ja. Überlass das mir. Ich mach auch mit. So, direkt erstmal dem komischen Fisch hier eins überbraten. Der ist in Abwehrhaltung, ne? Dann bleib mal da. Und durchbrochen, nice. Gar nicht mehr tot? Wow. Da staunst du, was? Dennoch muss ich eigentlich Eris einsetzen, um die Gruppe zu heilen. Weil die sieht jetzt gerade nicht so schön aus. So. Links geht's eh nicht lang, ne? Da hätten wir die Materia gesehen. Uff. Bin durchgekommen. Ja. Ui, die Kanalisation ist echt länger, als ich gedacht hätte. Aber wir nähern uns dem Ende und dem Eingang zu den Slums von Sektor 7. Wir sind schon ganz nah dran. Ich bin gespannt, wo wir landen werden. Ciao.